Zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einem hübschen Blick. Irgendwie habe ich eine Funktion gefunden, ich weiß auch nicht, es sieht aus wie gemalt und das ist es auch. Auf jeden Fall haben wir heute wieder für euch ein paar frisch gepresste Themen hier aus Kalifornien mit wunderbarem Sonnenwetter. Die Themen, die wir haben, sind: Helsinki Flughafen hat keinen Bock mehr auf die einstaubenden Fahrzeuge mit russischen Nummernschildern, die da seit Monaten stehen. Interessant werden die Preise übrigens sein, die für die Autos aufgerufen werden. Die wird jedem Deutschen die Tränen in die Augen bringen, aber dazu gleich mehr. Ein Airbus A380 der British Airways musste nach Südafrika zurückkehren und einen Mayday-Call machen, weil es Probleme mit Rauch im Cockpit gab. Dann El Al bietet Sonderkonditionen an für alle Leute, die aus Israel raus wollen oder aber die nach Israel rein wollen, um dort wahrscheinlich zu kämpfen. Und Air Europa ist schon wieder gehackt worden. Was bedeutet das für euch? Und auch im selben Kontext mit El Al natürlich wieder die Lufthansa Group hilft den Außenministerien der Schweiz und Deutschlands, aber vielleicht auch Österreich, die Staatsbürger zu rescuen, also da abzuholen. Ihr seid jetzt wieder dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, dort auch zu kommentieren. Ja? Schreibt, was ihr denkt. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Es kommt heute auch eine Frage des Tages am Ende. Russische Fahrzeuge am Flughafen in Helsinki machen Probleme. Und zwar ist es so, viele kennen das vielleicht von Dubai, wenn man in Dubai am internationalen Flughafen vorbeigeht oder auch in Abu Dhabi, da stehen Karren aller Größen und Preiskategorien, die da einfach einstauben, monatelang. Man hat das Gefühl, die stehen da wirklich sehr, sehr lange. Und diese Fahrzeuge gehören Leuten, die sich aus dem Staub gemacht haben und deshalb verstauben auch die Fahrzeuge. In Helsinki ist das nichts anderes, weil es ist so gewesen, dass man natürlich mit russischen Fahrzeugen über die Grenze nach Helsinki fahren konnte und dann direkt irgendwohin abhauen konnte. Und das ist natürlich dann eine interessante Geschichte, wenn man dann halt zum Beispiel seinen Wehrdienst nicht machen wollte, um in der Ukraine zu kämpfen oder andere Dinge. Deshalb sollten wir hier so ein bisschen vorsichtig sein mit den Gründen, warum die Leute abgehauen sind. Und da kann man vielleicht eher nicht vom Wort abgehauen, sondern geflüchtet sprechen. In Dubai können wir sagen abhauen, weil da sind die Leute meistens abgehauen, weil sie irgendwelche Schulden oder sowas haben. Auf jeden Fall ist es so, dass in Helsinki am Flughafen die Garagen mit Fahrzeugen voll stehen, mit Luxusfahrzeugen. Und Finavia hat Yle, das ist der finnische Fernsehsender, so wie unser ARD, ZDF. Und die haben jetzt geschaut und wollen die Fahrzeuge dort entfernen. Weil die Fahrzeuge parken dort. Das teuerste Auto, was da ist, ist wohl ein Mercedes-Benz GLE 63 SAMG. Und jetzt festhalten: in Finnland werden dafür 300.000 Euro aufgerufen für das Fahrzeug, wenn es neu ist. Dieser Preis ist allerdings bei uns in Deutschland wesentlich weniger. Ich meine, der liegt bei der Hälfte, weil in Finnland gibt es nämlich auch Steuern auf Fahrzeuge, Luxussteuern, und die haben die natürlich hier einkalkuliert. Ein anderes Fahrzeug wäre dann zum Beispiel ein Porsche Cayenne GTS, wäre auch Neupreis 200.000 Euro. Also einige Lexus und auch Land Rover sind für 100.000 Euro eingepreist. Und jetzt ist es so, dass man in den Parkgaragen P1, welches das nächste zum Terminal ist, pro Woche 186 Euro bezahlt. Jo.
Die meisten Autos stehen natürlich in P3 oder P5, welche 79 oder 88 Euro kosten, also etwas weniger. Aber man hat jetzt 78 Fahrzeuge, die dort noch stehen. Es waren ja mal 1400, das hat Helsingin Sanomat, also die ortsübliche Zeitung, festgestellt. Und ich bin mal gespannt, was damit passiert. Was habt ihr für eine Meinung einmal zu den krassen Preisen, was Autos in Finnland kosten? Und das andere natürlich, dass die Fahrzeuge versteigert werden sollen und weg damit, weil sie einfach Staub sammeln. Die Regierung hat auf jeden Fall den Besitzern 6 Monate Zeit gegeben, die Fahrzeuge aus Finnland rauszubekommen. Und was auch spannend ist, ist, die Einreise mit dem Fahrzeug mit russischen Kennzeichen nach Finnland ist verboten und eingestellt worden. Also, da gibt es knallharte Regelungen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Ein Thema, was natürlich auch ein Thema ist, ist die Geschichte in Israel. Und das hat natürlich auch viele Auswirkungen, die uns betreffen. Und zwar ist es so, dass man mit der El Al, dem ortsüblichen Anbieter, weil natürlich andere Fluggesellschaften nicht mehr fliegen, dort ein Angebot schaffen musste, um die Leute, die raus wollen, auch rauszulassen und die Leute, die rein wollen, wahrscheinlich um zu kämpfen, auch wieder reinlässt. Und es gibt ja auch Leute, die dort leben, die dann trotzdem dorthin wollen. Und es ist so, dass die El Al immer noch am Ben Gurion Flughafen Operations macht, ganz einfach, weil es aus emotionalen Gründen dort so ist. Man kann nicht einfach den Flugverkehr stoppen, weil damit hätte die Hamas ja gewonnen. Und das ist die Sicht der Israelis. Und einige ausländische Fluggesellschaften, auch darunter die Lufthansa-Gruppe, hat ja entschieden, seit Montag nicht mehr zu fliegen. Und El Al hat jetzt gesagt, für alle Flüge, die 2 Stunden und weniger von Israel entfernt sind, sind es $299 one way. Und für alle Flüge, die zwischen 2 und 6 Stunden von Israel sind, sind es $499 one way. Und alles, was drüber ist, $899 one way. Und diese Preise sind für sogenannte Classic-Tickets. Diese Classic-Tickets inkludieren natürlich einen Sitzplatz und auch Gepäck. Diese Sonderraten sind von jetzt bis zum 21. Oktober, einem Samstag, gesetzt, also die kann man buchen. Wichtig ist, dass dieses natürlich auf Standby-Basis ist, heißt also, dass man dort nur nach Verfügbarkeit mitnimmt, keine Ahnung, wie die Auslastungen sind. Und ich hatte ja auch jetzt vom Raböse, also von unserem Rechtsanwalt Raböse, den Blogbeitrag gelesen, wo Fluggesellschaften sich leider nicht um Passagiere kümmern, dass sie rauskommen. Das ist eventuell ein Weg, mit dem man dann aus Israel rauskommen könnte. Auf jeden Fall sind alle so, die dort gestrandet sind, auch natürlich mit der EU-Kompensation. 400 Euro, wenn man in Deutschland ist, aufgrund der Entfernung, ist natürlich jetzt sekundär. Ich denke, man sollte sich erst in Sicherheit bringen und dann mit Regressforderungen an die Lufthansa wenden. Aber auch hier hat unser Rechtsanwalt Böse gesagt, dass man dort gute Voraussetzungen hat, weil nämlich die Krisenbedingungen kein Ausstand oder kein Umstand sind, dass es keine Kompensation geben soll. Finde ich recht makaber, aber so ist es nun mal. Ich denke, dass die Situation in Israel relativ kritisch ist und jeder, der raus will, können wir verstehen. Das Auswärtige Amt in Deutschland, aber auch in der Schweiz, möchte mit der jeweiligen Fluggesellschaft, heißt also mit der Swiss in der Schweiz und mit der Lufthansa, dort Flüge machen, um Leute rauszuholen. Die Swiss ist am Mittwoch mit dem Außenministerium, das nennt sich ja da dann EDA in der Schweiz, beschäftigt, die Leute rauszufliegen. Und es soll auch einen weiteren Rückholflug geben. Die Maschine hat 215 Plätze und soll um 7.55 Uhr in Zürich abheben. Der Rückflug ab Tel Aviv ist um 13.05 Uhr. Am Dienstag gab es ja schon einen Rückholflug, also quasi heute, der nächste Morgen. Ich bin mal gespannt, das deutsche Auswärtige Amt arbeitet auch an Rückholflügen mit der Lufthansa zusammen. Und das deutsche Außenministerium steht mit 17 Jugendgruppen im Austausch.
Vier Gruppen davon sind schon bereits sicher ausgereist. Weitere Gruppen sollen noch an diesem Dienstag ausfliegen. Die Bild-Zeitung hatte auch hier berichtet, dass es dort mit der Lufthansa Verhandlungen gibt über Charterflüge. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Lufthansa, wir können ja schimpfen über die, was wir wollen und wie wir wollen, aber das sind immer so Momente, wo ich denke, die Jungs und Mädels bei Hansens haben schon Eier, wenn die solche Flüge machen. Es gab ja auch Flüge nach Ägypten damals, von Zypern aus und so weiter. Also insofern müssen wir da Respekt haben. Und so viel, wie wir über Lufthansa schimpfen, in dem Moment müssen wir der Lufthansa einfach nur Danke sagen, dass sie sich dort wirklich auch in Gefahr begeben. Das ist in der Tat nicht ganz ungefährlich, was da passiert. Wenn man die Bilder sieht von dem Iron Dome, letzten Tage im Fernsehen, der da an seine Grenzen gekommen ist, das ist schon eine krasse Nummer, das ist so. Aber nichtsdestotrotz, die Regierung möchte jetzt auch im Zweifelsfall, falls die Lufthansa nicht fliegt, weil das hat auch mit Versicherungsthemen zu tun, nämlich die Flugzeuge müssen versichert sein, wenn sie nicht versichert sind und es passiert was, gibt es ein Problem, dass man dort dann eventuell auch mit der Luftwaffe reinfliegt und da dann was holt. Keine Witze über die 340, 300er bitte, ne? Also da ist die Lage zu ernst. Genauso ernst war es mit der Lage bei British Airways. Und zwar ist es bei British Airways so gewesen, die sind mit ihrem A380 gestartet mit dem Flug von British Airways 56 und zwar aus Johannesburg auf dem Flug nach London Heathrow. Und dann gab es einen beißenden Brandgeruch im Cockpit und auch Rauch. Das ist natürlich das, was am bescheuertsten ist am Flug, wenn man Feuer hat, weil Feuer ist der größte Feind im fliegenden Flugzeug. Und die Maschine war relativ gut gebucht, 429 Passagiere, 24 Cabin Crew und Cockpit. Und damit war die Bude dann im Steigflug und 120 Meilen nördlich von Johannesburg hat man dann den Mayday-Ruf auf Flugfläche 170 abgesetzt, rund 17 Minuten quasi nach dem Start. Und die Lage ist natürlich bei Feuer immer lebensbedrohlich, da gibt es kein Vertun. Und man hat dann den beißenden Brandgeruch und den Rauch im Cockpit und Kabine an die Flugsicherung weitergegeben. Und dann ist es so, dass man die Checkliste abarbeitet, wenn man Zeit hat dafür. Und natürlich landen möchte. Nach 47 Minuten ist man dann wieder in Johannesburg gelandet. Das Flugzeug, um das es sich handelt, das ist die Golf X-Ray Lima Echo Hotel, also ein 380er, auf der Runway 21. Man hat dann die Triebwerke abgeschaltet, hat dann auch mal geguckt, was passiert ist. Gott sei Dank nur ein Passagier Unwohlsein, aber die Maschine steht wohl noch in Johannesburg. Und ich bin mal gespannt, was da los ist. Natürlich sind Sauerstoffmasken gekommen, logisch, das ist ja so. Und wenn Leute fragen, was damit ist mit Fueldumping oder sowas, in so einer Situation hast du keine Zeit und auch keinen Bock, noch mal ein paar Kreise zu drehen, um deinen Sprit abzulassen. Dann machst du lieber eine Hard and Heavy Landing und gehst dann rein und nimmst dann lieber in Kauf, dass dein Fahrwerk ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, weil es ein paar zu viele Gs gezieht, als da noch abzuwarten, ob man nicht abfackelt und dann mit so einem Feuerball runtergeht. Also das gab es dann alles gar nicht. Man geht direkt rein und Ende im Gelände. So, das ist nun mal so. Was anscheinend auch so ist, das sind die Freunde von Air Europa. Die haben aus ihrer misslichen Lage nicht gelernt, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Die sind schon wieder gehackt worden. Heißt also, man hat die Kreditkartendaten der Kunden, die man auf dem Server hatte, wieder verloren. Irgendwelche haben sich die geholt und jetzt gab es von den Air Europa-Jungs eine Mitteilung, dass man gesagt hat, dass man die Bankkarten erneuern sollte. Das heißt, das Problem auf den Kunden abgeschoben. Gut, was willst du sonst machen? Deshalb für uns nochmal ganz wichtig, alle, die ihr bei Air Europa Tickets gekauft habt, denkt dran, dass ihr eure Konten, die ihr dort angegeben habt, beobachtet und vielleicht auch die Karte einfach austauscht, dass ihr auf der sicheren Seite sind. Denn es ist halt wirklich so, ich finde es immer sehr merkwürdig, dass Fluggesellschaften mit unseren Daten sehr, sehr schlecht umgehen.
Aber denkt dran ganz einfach, dass es nur die Kreditkarten sind. Also es sollen keine Daten sein, die vom Vielfliegerprogramm gehören. Und auch, was wichtig ist, ist, dass ihr natürlich schauen solltet, ob ihr die Karten überhaupt bei Fluggesellschaften oder bei anderen Firmen hinterlegt, weil es mehr Probleme bereitet als alles andere. Ich finde es schwierig, es sollten dort Strafen geben. Auch die neuen Eigentümer bei Air Europa sollten dort nochmal zur Kasse gebeten werden, wenn die IT nicht sicher ist. Und vielleicht sollte man auch in Erwägung ziehen, dass jeder, der seine Karte austauschen muss, eventuell Schadensersatz bekommen sollte für die Arbeit, weil das ist halt das, was ich immer persönlich merkwürdig finde, ist, dass wenn die Arbeit an uns ausgelastet wird, ausgeladen wird, wie zum Beispiel Koffer selber einchecken und so weiter und so fort, dann ist das gut für die Fluggesellschaft, weil sie Geld spart. Aber wir haben davon der Einsparnis leider nichts. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und die Frage des Tages zu beantworten. Die hatte ich doch gestellt, oder hatte ich die Frage des Tages nicht gestellt? Doch, hatte ich gestellt, aber ich sage sie nochmal. Denkt dran, die Frage zu beantworten. Was haltet ihr von den Preisen von Fahrzeugen in Finnland? Sind die nicht utopisch, wenn man so von einem Daimler 300.000 hört, der in Deutschland die Hälfte kostet, was immer noch utopisch ist? So 150.000, 160.000 für so ein GLE 65 AMG S, schlag mich tot, zu bezahlen. Oder dann natürlich auch, dass man die russischen Autos versteigern möchte, wenn die in 6 Monaten nicht abgeholt werden. Da bin ich gespannt, was ihr schreibt. Also jetzt abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, Frage des Tages beantworten, Stammtisch. Tora hatte nochmal nach T-Shirts gefragt. T-Shirts könnt ihr auch noch fragen. Das machen wir vielleicht nochmal eine Edition, wenn genug Leute zusammenkommen. Und für euch gibt es an dieser Stelle einfach wieder einen Abspann und nochmal Grüße aus Kalifornien. Also bis dann. Ciao. Thank you.